Ich selbst war damals ein Spieler, bis so vor ein paar Monaten sogar, der wirklich immer hier gleich den Schlag abgebrochen hat und hochgegangen ist. Ja, und da ist wirklich wichtig, durch den Treffpunkt durchzugehen, musste mir auch erst ein sehr, sehr guter Trainer dann vermitteln, bis ich das verstanden habe, dass ich da 20 km/h rausholen kann und so mein Tennis auf ein ganz, ganz anderes Level bringen kann. Hey Champions, willkommen zu einem neuen Video. Heute zum Thema extreme Beschleunigung deiner Vorhand. Ja, ganz viele Spieler haben das Problem, dass sie ja nicht wirklich eine schnelle Vorhand spielen können, wünschen sich das aber. Ja, wer spielt das nicht gerne? Eine Vorhand, die richtig schön knallt. Bei den Profis sieht man das gerne. Egal ob ein Djokovic, ein Murray oder ein Federer, das macht einfach Spaß, wenn der Gegner nicht mehr hinkommt, wenn es einfach ein Winner ist. Und ich will euch ein paar Übungen zeigen, die ihr sowohl zu Hause als auch auf dem Platz danach machen könnt und die auf jeden Fall so 10, 20 km/h eure Vorhand beschleunigen werden. Das erste, über was wir reden müssen, sind unsere Beine. Ja, was ich bei ganz vielen Spielern sehe, ist, dass die wirklich hier stehen und wie ein Streichholz die Beine gestreckt haben und nur aus dem Oberkörper spielen. Ja, dass da wirklich sich keine Geschwindigkeit entwickeln kann, das sollte, glaube ich, klar sein. Was wir hier machen müssen, achte einfach mal drauf, wenn du die Vorhand spielst, egal ob du jetzt einen offenen Stand hast oder einen sehr offenen, halboffen, wie auch immer, einen geschlossenen, dass du wirklich hier in die Knie gehst. Warum ist das so? Ja, durch diese Rotation, die wir aus dem Boden herausholen, kannst du einfach eine schnellere Vorhand schlagen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich hole aus, die Beine bewegen sich nach oben, die Hüfte dreht sich nach vorne, Oberkörper kommt und dann schwinge ich hier aus und die ganze Geschwindigkeit kommt eigentlich aus den Beinen. Also erster Tipp, ja, der Yannick wirft mir mal kurz einen Ball an. Ich gehe hier wirklich in die Knie und komme aus dem Oberkörper, aus dem Unterkörper in den Oberkörper. Gleich nochmal, ich gehe runter und gehe hier schön nach vorne. Das zweite, was ich ganz gerne vor allem unseren Kindern immer beibringe, ist, dass du den Schläger wie ein Flugzeug verwendest. Ja, was macht ein Flugzeug, wenn es abhebt? Auf der Startbahn ist es erstmal lange gerade und am Ende hebt es erst ab. Aber nur wenn du wirklich, Yannick, wirf mir mal einen Ball zu. So, wenn du hier durch den Treffpunkt durchgehst, kannst du Geschwindigkeit entwickeln. Ich selbst war damals ein Spieler, bis so vor ein paar Monaten sogar, der wirklich immer hier gleich den Schlag abgebrochen hat und hochgegangen ist. Ja, und da ist wirklich wichtig, durch den Treffpunkt durchzugehen, musste mir auch erst ein sehr, sehr guter Trainer dann vermitteln, bis ich das verstanden habe, dass ich da 20 km/h rausholen kann und so mein Tennis auf ein ganz, ganz anderes Level bringen kann. Also wie das Flugzeug gehst du hier durch den Ball durch und gehst erst dann nach oben. Wie du das zu Hause trainieren kannst, ganz einfach, du stellst dich hin, gehst ein bisschen in die Knie, ja, und dann, wenn dein Schläger die linke Schulter erreicht hat als Rechtshänder, muss das untere Ende von deinem Schläger, von deinem Griff, nach außen zeigen. Ja, also wenn du auf dem Court stehst, muss das untere Ende deines Griffs zur linken Seite zeigen, zum anderen Platz am besten. Ja, nochmal, ausholen, zack, und zum anderen Platz. Ja, können wir auch mit Ball trainieren. Janik, werf mir nochmal einen an, schlag den Ball, konzentriere mich vor allem darauf, wo das untere Ende ist. Ist gar nicht so wichtig, wo der Ball jetzt auch landet. Und gehe herüber. Was das im Endeffekt macht, ist das, was wenig Spieler machen, die komplette Rotation ihres Oberkörpers zu nutzen. Aber das ist so, so wichtig. Okay, deswegen ganz, ganz wichtig. Yannick, einen machen wir noch. Und ich gehe hier nach außen. Also Nummer 1, Beine nutzen. Nummer 2, mit dem Schläger wirklich ganz bis nach außen gehen. Und Nummer 3, wie das Flugzeug, lang auf der Startbahn, ja, und dann erst abheben. We'll be right back.
So, wie du das Ganze trainieren kannst, ganz leicht, ja. Nicht jeder hat einen Yannick, aber vielleicht hast du einen Kumpel, ja, und dann schnappt ihr euch mal 10 Bälle und dann einfach mal soll er dir ein paar Bälle auch im T-Feld anwerfen, weil, naja, bei einem Winnerschlag aus dem T-Feld, den wir ja alle gern können und wo sich vor allem, ja, Clubspieler zwischen LK 15 und 20 oftmals schwer tun, da wollen wir ja gerade die Geschwindigkeit nutzen. Und da können wir das alles vereinen. Das heißt, der Yannick wirft mir gleich Bälle an, ich gucke auf meine Beine, ich gucke auf das Flugzeug und dass ich im Endeffekt ausschwinge. Okay. Auch hier, wo der Ball landet, ist nicht primär wichtig. Es geht eher um die Geschwindigkeit. Ja, und das soll es im Endeffekt gehen. Okay, noch einen. So, vielleicht merkst du es jetzt gerade schon, wenn ich hier schlage, ich schaffe es fast gar nicht, den Ball zu schlagen, ohne dass ich meine Beine hier nach vorne drehen. Weil wie schaut das denn aus? Da muss ich schon sehr beweglich sein, was ich nicht bin, dass ich mich hier mit dem Oberkörper rotieren kann, ohne dass mein Bein hier unten nach vorne kommt. Und das wäre auch die richtige Beinarbeit. Wenn du ein Video zum Thema Beinarbeit haben möchtest, schreib es hier in die Kommentare. Da geht es nochmal um was ganz was anderes. Ganz, ganz großes Thema. Okay, also nochmal zum Wiederholen, zum letzten Mal. Flugzeug wirklich hier rotieren, ja, und die Beine auch noch nutzen. Und so wirst du auf jeden Fall, wenn du das ein paar Mal zu Hause und mit dem Schattenschwung übst, wirst du auf jeden Fall mehr km/h auf deine Vorhand bekommen. Yannick, danke fürs Bälle zuwerfen. Sehr gerne. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, einfach jetzt mal einen Daumen da lassen. Da freuen wir uns immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, dein Markus. Ciao.